Moin Männer! Ja, Sonntagmoin, 12 Uhr, die Glocken läuten. Gestern haben sie auch geläutet. Nicht 12 Mal, nur 4 Mal. Es war bitter. Oh Leute, Leute, Leute. Wobei ich euch eins sagen muss, ganz ehrlich, Leipzig ist eine klasse Mannschaft. Jetzt kann man sagen, Köln war so schwach, deswegen waren die so gut. Aber die haben nicht umsonst gegen Mainz 8 gemacht und gegen Wolfsburg 5 oder 6. Die waren bärenstark. Also ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst, dass wir richtig einen Arschweise kriegen. Na gut, dann macht der Zichos das Kopfballtor zum 3-1. Dann hat sich das dann etwas beruhigt. Aber wenn die das konsequent ausgespielt hätten, hätten wir auch 7-8 gekriegt. Der Werner ist natürlich immens schnell. Also Leute, die spielen alle One-Touch-Kontakte hier. Das geht ruckzuck. So schnell konnten wir nicht gucken. Alle Leipziger Spieler. Alle. Schneller. Körperlich. Brüchel. Der Upamecano oder wie der heißt dahin. Eine Kante, Freunde. Also Leipzig war schon bis auf das Ergebnis eine Reise wert. Auch eine wunderschöne Stadt, ein gutes Stadion. Man muss viele Treppen steigen, ne, Freunde, alle, die dabei waren. Ist wie in Kassel bei den Kaskaden. Aber ne, gut, eingeleitet hat Hector das dann natürlich mit dem Ding. Das war natürlich Käse, das durfte nicht passieren. Schon gar kein Nationalspieler. Da machte vorige Woche so ein Bombenländerspiel und dann machte so ein Ding. Also, wie schon berichtet, die Innenverteidiger, die gingen eigentlich beide, muss man sagen, Bruno und Sichos. Aber die kannst du nicht halten, die Mainzer. Das ist nicht unsere Kragenweite. Und wir müssen eben halt mit aller Macht versuchen, nächste Woche gegen Augsburg zu punkten. Das heißt nicht nur zu punkten, sondern wir müssen Dreier machen, egal was. Sonst verlierst du einen Anschluss. Zumal die Gladbacher so eine Scheiße in Union spielen und lassen sich das Fell über die Ohren ziehen. Also, ich verstehe es nicht. Es wird eng, trotz alledem. Dann muss man sich nicht mehr gar so viel aufregen. Wenn wir abgehen, gehen wir wieder ab und dann steigen wir eben wieder auf. Nur dann müssen sie einen radikalen Schnitt machen. Jo, das war's soweit aus Leipzig und ich komme gleich nochmal mit dem anderen Spot. Da habe ich dann eine kleine Überraschung für euch, Freunde. Und passiert alles auf Tatsachenberichte, war alles gestern in Leipzig passiert. Wir halten da auch Kopf hoch, Männer, auch wenn der Hals schmutzig ist, hat früher mal einer gesagt. Was sollten wir machen? Die waren eben halt klar besser. 4-1 geht noch. Wie gesagt, ich hatte Angst, dass es mehr wird. Aber es geht immer weiter, Freunde. Und dann bis gleich zum nächsten Spot.